So, liebe Leute, heute geschaut in der Liga und es geht tatsächlich auf Follow als Spieler des Monats, könnte theoretisch sein. Ja, wie du mal sagst, heute geht es gegen die 60er. Wir wollen heute den nächsten Sieg holen, dann Heimspiel. Im nächsten Derby, letzte Woche, letztes Spiel gab es ein 8:0 gegen Greuther Fürth. Leider kann ich jetzt noch nicht weiter verpflichten. Ich habe nämlich nur 13 Euro auf der haben sind. Wir haben ja nichts. Aber egal. Da müssen wir es so richten. Wir haben leider keinen Stürmer vorne mit drin. Keinen Ersatzstürmer. Das ist bitter. Aber da hat sich einer aufgedrängt. Ja, ein bisschen. Vielleicht eine Alternative für vorne drin mal irgendwann. Habe ich immer einen, der theoretisch spielen könnte, ne? So nebenbei. Nö, leider nicht. Ja, die haben alle gut gespielt, die Jungs. Ist halt so jetzt. Bin halt raus, der Keeper war heute. Gut, gehen wir rein ins Match. Spieltag. Müsste Nummer 11 sein. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Oder 12? 12. Geht so langsam Richtung Winterpause. So, ich bereite jetzt ein bisschen Vormaterial wieder. Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hiermit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. So, okay. Auf geht's gegen die Löwen heute nochmal. Zum Abschluss meiner kleinen Aufnahme-Session. Und dann gibt's jetzt Match. Die Jungs sind wieder fit. Dürfen wieder rein. Und auch die 60er, die schwören sich da mal ein. Wir wollen natürlich heute die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Da habe ich auch ein großes zu gehen. Wir sind im Aufwind. Also Truppe ist heiß. Und will heute den zweiten Derby-Sieg in einiger Tage. Na dann, auf geht's. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Ja, jetzt war schon gewonnen, der erste. Leider müssen wir lange auf Meier verzichten. Also wir beide erst im neuen Jahr dafür zu Kleffig und Meier. Weiter dieses Dribbling. Das ist Ulrich. Ja, gute Idee. Aber leider nicht durchgekommen, Leuten. Die Gastgeber sind in dieser Saison bislang die große Überraschung. Und denen gefällt es richtig gut in diesen Tabellenregionen. Ist ja keine Frage. Die wollen da bleiben. Genau, so ist es. Das ist übrigens dann Spieltag Nummer 13. Nummer 11. Na gut, okay. Exzellentes Zweikampfverhalten. Wir wollen die Freiburg unter Druck setzen. Sie haben doch nicht gepatzt. Vielleicht schaffen sie es doch. Es könnte das Führungstor sein. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Dubois und Heller. Und dann hat er diesen Ball. Flanke kommt, aber die gibt's. Schlecht. Geht mit Abschluss weiter.
Wir haben die eine oder andere Schlagzeile zu ihm gesehen, denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein und das sind besondere Spiele, Buschi, ne? Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch den einen oder anderen Spieler, hast hier viel erlebt und es musst du einfach ausblenden, musst dich konzentrieren. Das ist keine leichte Aufgabe, aber eben eine typische für den Profifußball. Es zählt der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag stehst. Vorteil. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter, jetzt haben sie hier also die Chance in Führung. Ja, und dann ist es Morgado. Strafstoß und die rote Karte. Und das könnte die Führung sein, sie müssen jetzt richtig aufpassen. Und jetzt ist Morgado. Der gegen seinen Eckclub mit Glattrot. Wenn du das Heimspiel schon verpasst, mit nach einer Rotsperre, jetzt fliegt er gegen seinen Eckclub. Und die sehe ich, und man ist in Unterzahl. 4-1-0 in Führung zu gehen. Und er hat die. Ha, der Junge. Macht es. Super Aktion, das ist die Balle. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Lete, ruhig, Lipper, das ist der Nächste. Nicht das Spiel und wieder eine Karte. Und dabei sind sie schon in Unterzahl, das müsste doch Warnung genug sein. Gewinnt dieses Duell. Chance zur Führung. Oh, das ist das 1 für die 60er. Zum ersten Mal im Netz. Man muss es schon wieder richten, also jetzt... Jetzt muss man ein bisschen runterfahren erstmal. Doppelwechsel wird es jetzt gleich geben. Das ist klar. Weil man muss jetzt gucken, dass man die Defensive zumacht. Ganz klar. Und hinten mal auf der linken Seite für Ruhe sorgt. Damit man halt einfach... Ja. Ich schau noch mal auf und man es hinkriegt. Also 1 zu 4 auf jeden Fall die 60er. Und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Und das ist Slipper, geht raus, weil er schon gelb war, wenn das so ist. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er gibt den Freistoß doch. Zuerst hatte er auf Vorteil entschieden. So, jetzt sagt er erstmal, hey, Leute, fahrt mal bitte runter, sonst fliegt hier gleich der Nächste. Diesmal ein Löwe. Der Versuch war harmlos. Also Fakt ist, man führt 1-0, die 60er, man verliert und gewinnt. Man führt im Derby 1-0, heute kriegt das nächste Gegentor. Und wie gesagt, Kota, der eigentlich im letzten Spiel gespielt hat, er war ohne Gegentor, ist heute nicht im Kader. Ja, abseits. Nicht, dass man da auf eine Wachablösung... Ich will ja keine Wachablösung hervorschreien, ne? Das na gut. Wird vielleicht was werden. Sterner. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Da kann man erst mal rausbringen. Kutschic. Ja, gut durch. Du willst jetzt das Spiel ein bisschen an, wieder uns reißen. Da geht er vorbei mit dem Trick. Aber Pischowski, oh, kommt. Und es ist das 0 zu 2, der Ball hüpft im Winkel. 32. Minute, 60, 2, Bayreuth, 0. Und wieder so ein Ding in den Winkel. Reihenweise steht lässt, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Letztes Mal, wo wir unter 2 waren, zwar gegen Paderborn, aber spielt 5-0 gewonnen. Aber das wird heute anders ausgehen. Aber die Frage ist, wie holen wir da irgendwas noch? Oder geht das heute hier gnadenlos in den Gang? Carvalho. Ja. Fans können erstmal durchatmen. Bei Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Spiel doch da vorne rein. Gennarovic, der das Top. Zwei Tore gemacht hat und kann jetzt auf den dritten gehen. Oh fuck, es ist der Hä? Es ist der Lupe 3, der Hattrick. Der haut dreimal aufs Tor, macht es. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Der kann heute machen, was er will. Er macht seine Tore. So, dann vor 20 Minuten hat man eine gute Ausgangsposition kaputt gemacht. Man hat die rote Karte kassiert und kassiert dann hintereinander drei Gegentore. Pedro.
Super gemacht. Gute Verteidigung. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Pichowski. Ach Mann. Wo wird sie jetzt komplett sammeln? Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen. Dann geht's hier weiter. Also 0-3. Das gleiche Ergebnis hat man ja auch gegen in Fürth gehabt. Man heißt für sich. Und jetzt kriegst du scheinbar voll auf die Fresse. Naja, mal gucken, was passiert. So, Doppelwechsel jetzt nochmal. Man hat ja schon zweimal gewechselt. Jetzt wechselt man nochmal zweimal. Mit ein bisschen Ruhe. Versucht man noch ein bisschen was reinzubringen. Pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Stade raus und Eckloff raus. Die beiden in der ersten Halbzeit nichts gekriegt haben. Schumacher. Da ist die Hereingabe. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Carvalho, Pedro. Ball geht an den langen Pfosten. Ball geht. Er kann klären. Kriegt er ein bisschen Langeweile jetzt, Peters. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Ja, der war abgeblockt. Die Idee. Da rauszuspielen. Skenderovic, der Dreifach-Torschütze. Heute kann er machen, was er will. Er holt sich den Ball. Ulrich. Schumacher. Guter Steilpass hier, macht er gut. Kein Abseits. Da Ulrich. Hat er die Chance. Und da hat er das Tor. 1-3, du noch. Schumacher. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. So, jedenfalls hat man zumindest mal nach diesem Treffer ein Tor. Steht es nun 3-1. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. So, nächster Mal gelbe. Die dritte Karte mittlerweile. Dabei sind sie doch eh schon dezimiert. Ist aus meiner Sicht eine Frage der Disziplin. Das ist irgendwie alles zu wild im Moment. Heute läuft gar nichts zu. Da kommt gar nichts dazwischen. Das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Ja, das ist überhaupt nichts. Sie jetzt die Lücke. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Die Chance für den Konter. Schumacher. Ah, Novoa kann nichts mehr. Novoa kann nichts, gerade nichts machen. Der ist nicht mit in der Situation. Und Ferreira! Und Fehler! Vielleicht wäre es doch nochmal was gewesen. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke. Schumacher. Zu verkürzen. Die Fans geben alles. Es gibt hier die Ecke. So, wenn sie jetzt hier das 1-3 macht, 2-3 machen. Ecke kommt rein. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Vielleicht jetzt noch mal. Jetzt wird's gefährlich. Pedro Carvalho. Lange Flanke. Besser erklären. Da muss er aufpassen. Verlagsverhinder. Dann wird's gefährlich. Also wenn wir hier noch was holen, mit einem Punkt da noch. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Pedro. Ja, setzt Pedro. Die Klasse durch. Pedro. Vielleicht der Anschlusstreffer. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Ja, ah, es wäre nicht verdient. Szene natürlich erstmal beendet. Es ist ein Dämpfer. Definitiv. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Gute Chance. Gehalten. Stark gemacht. So, Ecke kommt. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als ein. Ja, wie gesagt, man hat die Chancen gehabt, um ranzukommen, aber man hat es einfach nicht genutzt. Ball wird kurz gespielt.
Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Sechs Minuten sind noch zu gehen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Tut er auch. Novoa, vielleicht Novoa nochmal. Nein, der auch dem gelingt heute gar nichts. Hiller verhindert gerade alles. Und damit ist das Ende. Die Serie reißt, das Heimsieg, die Heimsserie reißt. Und sie verteidigen dieses Ergebnis. Wer will es ihnen verdenken? Das ist nicht schön, aber es ist. Und Daniel, es ist das Ende. 1:3 die Niederlage gegen die 60er. Ja, auch jetzt noch am Ende dieses Spiels. Die Fans wollten natürlich ein besseres Ergebnis. Und es war ja auch eine harte Entscheidung. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Mega-Leistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel, aber so jemanden aus dem Spiel zu nehmen. Ja, man muss sagen, es war bis zur roten Karte sehr gut gemacht. Dann kam die glatt rote Karte und dann war es das. Und dann war es das am Ende. Naja, abhaken, weitermachen. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Frag, das ist der dritte jetzt mittlerweile, der für uns fehlt. Dritte Stammspieler, oder? Ja, heute, wie gesagt, bis die rote Karte war das Entscheidende. Das ist alles so eine. Vielen Dank. Ja, leider ist unsere Heimserie gerissen. Wir haben alles bisher zu Hause gewonnen. Jetzt kamen die 60er. Jetzt war klar, dass es immer mal passiert. Jetzt sind wir aber raus, was die absolute Spitze betrifft. Also Freiburg hat unentschieden gespielt und wir haben 7 Punkte Rückstand. Geht ja noch. Aber gut, okay. Gut, nächste Gegner ist die Holstein aus Kiel. Das sehen wir uns morgen um 14 Uhr. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Thema FIFA. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir gehen unseren Weg genau weiter. Und hoffen mal, dass wir jetzt wieder eine neue Serie starten. Bis dann. Ciao.